So, hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Most Wanted. Ja, im letzten Part haben wir das höllischste Mautstellen-Race gemacht, das wir je gefahren sind. Heute fahren wir mal eine Radarfalle. Ja doch, Radarfalle, das hört sich vernünftig an. Das können wir, da können wir gewinnen. Und dann testen wir das mal. Wir haben echt eine Beschleunigung, die ist brachial. Die ist noch höher als vom Porsche und alles, haben wir ja mal nachgeguckt im vorletzten Part. Jetzt schauen wir mal, dass wir das gewinnen. Hier ist es immer gut, da oben rum zu fahren, weil dann kann man hier schön Tempo und den Gegner noch dazu verhelfen, schneller zu sein. Ja, klasse. Oh, ich komme ganz schön schräg. Okay, wir sind noch Erster, aber ganz knapp. Gas, Gas, komm! Gasannahme gleich null manchmal. Au. So, jetzt halt. Jetzt komm, komm, drauf, drauf, drauf. Und jetzt kommt da vorne das Ziel, das weiß ich. Das haben wir ja am Anfang schon auf der Karte gesehen. Ja. Und es ist wieder der erneute Sieg für uns. Perfekt. Checkpoint. Was wollte ich jetzt eigentlich mal machen? Ja, genau. Zum Optik-Tuner. Ich drücke immer falsche Taste, sorry. Tuner. Ist da irgendwo einer? Oh Gott, es ist noch ewig weit weg. Ja, da fahren wir erstmal ein Rennen. Und zwar haben wir jetzt nur noch zwei K.O.-Rennen und ihr habt schon gemerkt, ich habe keine Lust auf das. K.O.-Rennen sind immer so die Sachen, die mir überhaupt nicht gefallen. So, die K.O.-Races, das ist nicht gerade mein Fall. Perfekter Start, aber der TT geht mehr ab. Ja, und der Porsche GT ist klar, der ist sowieso. Ich wage es zu behaupten, ne? Der wird der Konkurrent der Vans, sein Name, der uns bis zur letzten Runde begleiten wird. Weil das ist halt doch nicht gerade fair. Mit so einer Monsterkarre. Ah ja, okay. Danke, dass er uns vorlässt. Achso, der wollte vielleicht unbedingt die Abkürzung fahren. Oder hat er Motorschaden? Ne, das war der Merwin, der da hinten rumfährt. Okay, das Rennen ist kurz und einfach. Ja, man kann natürlich die Bäume mitnehmen, wenn man Holzfäller ist. Ich sage mal, jetzt hier zweimal im Kreis fahren lassen. So, schauen wir mal, wer rausfliegt. Merwin. Ne, Flick. Flick, ha! Flick war die ganze Zeit übelst weit vorne und jetzt hat ihn der Merwin noch eingeholt. Ist ja nice. Merwin, die alte Kampfsau. Alte Kampfratte. Okay, bis jetzt ist es noch so, dass wir ja alles schön von vorne aus dominieren, ne? Aber ob es auch so bleiben wird. Wer weiß, wer weiß. Manchmal fahre ich echt erbärmlich. Ja, Gott, komm. Jetzt geht's halt hier wieder extrem im Kreis.
Ist ja nicht optimal hier, Nitro zu geben. Ja, Jesus. So, dann schauen wir mal, wer rausfliegt. Der wahrscheinlich Mervin. Jetzt hat's einen Bug. Ja, Mervin ist draußen. Also an der Stelle hier, da tue ich mich immer schwer, dass ich da vernünftig durchkomme, im Gegensatz zum Lance Butters, der Iron Man. Ui. Ich bin es eigentlich nur gewohnt, die Strecke andersrum zu fahren. So eine Rechtskurve, das ist immer nicht cool. Jetzt hat er endlich mal vernünftig geschafft. Ah, ne, die wieder nicht. Hier anfangs noch Mozes Tempo rausholen, dass wir hier die Bäume auch alle mitnehmen können. Dass es im Winter nicht kalt wird, wisst ihr, fahre ich jetzt gleich die Bäume um, packe sie in meinen Kofferraum, nehme sie mit heim und kann dann daheim schön anschüren. Dann stoßen wir unsere Frau drauf an, auf unseren Sieg. Perfekt. Ja, da haben wir jetzt halt noch ein K.O.-Rennen. Das sieht auch relativ vernünftig aus. Machen wir. Ist ja noch jung, die Folge. Ist ja noch jung. Da haben wir ja noch Zeit. Oh, hi. Ja. Alter, was ist denn der für einen hässlichen Spoiler drauf? Oh, Mann. Da retten die Audi-Zeichen auch nichts mehr. So ein Babyblau. Babyblau, fetten Spoiler. Und, oh, nein. Such a shame, wollte ich eigentlich sagen. Hallo, TT. Wie wär's mal mit Chill? Der ist ein bisschen besser für das Rennen geeignet wie wir. Mit seinem kleinen Wendig-Mobil. Und wir mit unserer Familienkutsche haben wir halt doch ordentlich zu kämpfen. Ne? Jetzt werden wir Moped. Ich soll mal den anhören, ey. Das ist meiner ja richtiges Schmuckstück dagegen vom Sound her. Ja, gut auch vom Aussehen. Mir gefällt ja der Aston eigentlich recht nahe. Gut. Finde ich recht nice, die Karre. Fail. Rechts. Hoffentlich fährt einer dagegen. Das könnte ein schönes Thumbnail geben, wenn da ein Bild entsteht. Aber ich kann ja keine eigenen Thumbnails auswählen. Dazu müsste ich Videos ja monetarisieren, mindestens eins, glaube ich, oder mindestens einfach nur zur Monetarisierung freigeben, so dass ich damit Geld verdienen könnte. Lohnt sich nicht mal ansatzweise. Gibt's ja die Seite Social Blade? So kein Social Network, nee, sondern Social Blade. Kann man nachgucken, wie viel die YouTuber und so verdienen. Also, die Zahlen, die stimmen zwar jetzt nicht unbedingt zu 100%, weil es ja auch noch die Leute mit dem Adblocker gibt, die halt die Werbung nicht anschauen, du finanzierst es ja nur durch Werbung. Ach so, wir haben ja noch eine Runde. Ich hab schon gedacht, wir können jetzt gleich uns freuen, aber nee. Also die Kurve krieg ich immer besser als die anderen und da haben sie jetzt immerhin mal das Haus weggefahren, das passt. Myron ist rausgeflogen. Sieht an wie so eine Figur aus Dragon Ball. Ja. Ey, wer denkt sich denn das so blöd aus, dass man hier einfach echt nicht gleich hier um die Kurve kann, sondern alles fahren muss?
So, es gibt so Stellen, wo ich finde, die sollten wir einfach echt offen lassen, ne? Nein, ich habe jetzt voll vergessen, dass es ja hier hoch geht. Oh, oh. Nein, du kommst nicht an mir vorbei. Ach, das ist wieder der TT, ja. So, jetzt hoffen wir, dass ich die Kurve wieder perfekt erwische und er nicht. Naja, er hat es ja auch gut erwischt. Aber nicht so gut wie ich. Hey, in der Luft. Das ist ja doch schönes Bild. Passt. Ach so, Leute, und jetzt haben wir hier... haben wir hier den Tuning-Shop. Können wir ja hinfahren. Nicht unbedingt so. So, Leistung, ach, gibt's hier nichts Neues, ich Holzkopf. Teile, schauen wir mal, gibt's jetzt da schon Karosserie, vielleicht was Neues? Wir haben hier noch die Serie drauf. Ach, haben wir damals noch gar nicht damit beschäftigt, wollten wir das vielleicht mal machen? Oder gab's da einfach nichts Gescheites? Ja, das sieht ja eigentlich nämlich schick aus, finde ich. Sieht halt vorne, deswegen arg nach vorne. Okay. Hässlicher Auspuff. Extrem hässlicher Auspuff. Naja, eigentlich nicht. Ne, das sieht gut aus. 3 ist das, gell? Ey, 4. Ne, 4 ist wegen Arch betrieben. Ne, und 5 gibt's ja. Dann schmeißen wir mal die 3 rein. Spoiler. Das ist doch schick. Nehmen wir mal die Viper. Die Felgen haben wir ja drauf, oder haben wir da auch noch die Serie? Ja, halt echt noch die Serienfelgen, sag mal. Haben wir uns da noch, haben wir das noch nicht optisch getuned? Oh, die passen gut. Und das von 5 Ziegen. ADR. BBS wird da eh nicht draufgeschmissen, nee. Wenn ich schon so anfange, NKE. Nö, nichts dabei, was mir jetzt zusagt. König? Nee. Auch noch nicht. Löwenhart. Löwenhart meine ich. Nix. Racing Hard. Nee. OC. Da hatte ich mal echt eine in der Hand, die sind ja so höllisch leicht, aber die sehen ganz gut aus. Die Super Leggera. Super Leggera steht ja für super leicht, glaube ich. Wenn ich mich nicht irre. Rocha. Ne, also da haben wir jetzt, da muss ich ganz ehrlich sagen, die 5 Ziegen-Dinge, die hier am besten gefallen. Schmeißen wir die halt mal drauf. Felgen, Motorhaube, Dachspoiler, wird sich nichts ändern. Dach, Motorhaube vielleicht. Oh Gott. Ne, ne, ne. Siehst ja nichts mehr, wenn du da drin hockst. Das sieht ja noch ganz lustig aus, mehr auch nicht. Das passt da zu dem Auto. Der ein Carbon gleich 5-mal hat. Nehmen wir das da einfach, ist mir egal. Optik, Felgenfarbe. Gott. Das sieht eigentlich ganz cool aus. Mein Gelb ist zu krass. Schwarz wäre halt auch nicht schlecht. Dann schmeißen wir so rote rein.
Doch, das sieht doch ganz lustig aus. Scheinbar, das haben wir schon gemacht. Ja gut, dann sind wir hier doch auch schon fertig. Ja, passt. Haben wir unser Auto mal getuned? Das habe ich gar nicht gewusst, dass wir es ganz vergessen haben. Boah, die Auspuffrohre sind doch ein bisschen übel. Wie sieht's jetzt hier aus? Jetzt brauchen wir Meilensteine. 4 Stück, da haben wir noch gar nichts. Doch, einen haben wir. 180 km/h, um geblitzt zu werden. Also mit 180 km/h blitzen. Ja. Okay, jetzt weiß ich, warum wir da auch noch nichts haben. So, mal Turbo aufladen und jetzt. Oh Mann, warum baut man so eine Scheißstelle eigentlich so einen blöden Blitzer hin? Da machen wir mal kurz was. Leistungstuning. Nitro. Nitroschublänge, aber schwächer nach links. Nach rechts, voll nach rechts. Da wird er kürzer. Der Schub an sich. Aber dafür effektiver. Yes. Er war gar keine blöde Idee. 184. Hallo? Ich weiß, dass du da bist. Du scheinst es ernst zu meinen, wie du willst. Aber du musst wissen, dass du jetzt die Sonderbehandlung bekommst. Gesetze gelten für uns nicht mehr. Wir sehen uns dann. Oh, falls du dich fragst, woher ich deine Nummer habe, sagen wir mal so. Du hast nicht nur Freunde. Vor allem, wenn jemand seinen Wagen zurückhaben will. Schöne Nacht noch. Ja, ja. Lass uns alleine. Wird dann mit 255. Halala. Ist halt doch ganz schön schnell. Zu langsam, ja, war mir schon fast klar. So 255. Achtung, Streife. Wir haben mehrere Beschwerden über einen rücksichtslosen Fahrer erhalten. Er wurde zuletzt gesehen in westlicher Richtung über die Caesar Bridge. Einheiten bitte anrücken. Ach, schon wieder zu langsam. Wenn es jetzt darauf ankommt, dann kann ich den Autos aus dem Weg gehen. Mein Gott. Kacke. So. Testen wir es jetzt halt nochmal. 255 km/h. Mir jetzt ja egal, ob da die Cops uns im Nacken sitzen oder nicht. Wie das geht dann nicht. Ach komm. Aber jetzt. Oh Mann. Klasse. Jetzt sind wir erwischt worden. So ein Schmarri vom Feinsten. Nach einer Minute, 2 Verstöße. Oh Gott, siehst du. Ja, okay.
Verstöße. Es ist nämlich jetzt 2 Drück. Möchtest du den extra Verwarnungsgutschein benutzen, um den maximal erlaubten Verwarnungen für deinen Wagen zu erhöhen? Du kannst das Limit auf maximal 5 Verwarnungen. Und wie viele Verwarnungen haben wir? Eine, oder wie? Oder wo steht denn das? Ach, keine Ahnung, drücken wir halt einfach mal. Ja. So, ich möchte jetzt ganz gern, wenn es irgendwie möglich ist, diesen einen Meilenstein hier noch schaffen mit 255, was definitiv schaffbar ist, aber schwer ist. Vor allem, weil da vorne so extrem viel Verkehr jetzt halt ist. Ui. Glück gehabt, dass es schon geblitzt hatte. Weil wir waren gerade auf 210 unten. Okay. Ich danke euch jetzt halt erstmal fürs Zuschauen. Wünsche euch jemanden einen schönen Tag. Macht's gut. Und auf Wiedersehen. Ich bin's, euer Flashy. Ciao.